Mein Mann dachte, dass Stillen mich dick machte. Also tat ich es nur, wenn meine Schwester Charlie ablenkte. Doch eines Tages ging sie zu weit. Schwester, rette mich vor diesen Perversen! Ich fand Gabriella mit Charlie zusammen im Badezimmer. Und ich setzte mich natürlich für meinen geliebten Mann ein. Mach doch einfach die Tür zu, wenn du duschst. Gut. Nächstes Mal kläre deine Probleme ohne mich. Ich beschloss, es selbst zu machen. Mit der Hilfe meiner Milchreserven. Aber mein Plan wurde von Charlie ruiniert, weil er zu früh vom Joggen nach Hause kam. Glaubst du immer noch, dass du es ohne deine Schwester schaffen kannst? Ich hatte keine andere Wahl, als Gabriella um Hilfe zu bitten. Charlie, deine Muskeln sind so angespannt. Lass mich dich ein bisschen auflockern. Schamlos verlangte Gabriella ein Dankeschön für ihre fragwürdigen Dienste. Was ist dein Problem? Du hast keinen Ehemann? Also verführst du meinen? Das Problem ist, dass Charlie ein Frauenheld ist. Andere Methoden würden bei ihm nicht funktionieren. Sie überschritt die Grenze, als ihre freizügige Unterhose versehentlich unter Charlies Sachen landete. Hör auf, ihn ständig an dich zu erinnern. Oh, komm schon. Meine Schwester glaubte, Charlie merke nichts, da er mit seinem Smartphone beschäftigt war. Und alles ignorierte, was zu Hause geschah, inklusive des Babys und mir. Doch an diesem Abend bewies er das Gegenteil, als er mir endlich ein Geschenk machte. Das sind Waxing-Streifen. Benutze sie, bevor du ins Schlafzimmer kommst. Das war das erste Mal seit der Geburt unseres Babys, dass er die Initiative ergriff. Sei nicht neidisch, Schwesterherz. Ich war perfekt vorbereitet für unser Treffen. Hast du da drin den Rasen gemäht? Ich warte schon seit Ewigkeiten. Tja, jetzt ist dein Püppchen so glatt wie eine Bobbahn. Doch Charlie hatte nicht einmal seine Zähne geputzt. Kommen wir einfach zur Sache, Gabriella. Ups. Entschuldige, Eva. Du und deine Schwester haben sehr ähnliche Namen. Ich tat so, als ob ich nicht beleidigt wäre. Und das hatte Auswirkungen am nächsten Morgen. Charlie war so zufrieden, dass er mir seine Kreditkarte gab. Kauf dir ein paar Kleider. Aber zwei Größen kleiner. Das wird dich motivieren, in sie hineinzupassen. Das war beleidigend. Besonders, da meine Schwester Charlie unterstützte. Tolle Idee. Geh einkaufen und ich bleibe mit dem Baby hier. Ich wusste sofort, dass sie mich ins Einkaufszentrum schickten, damit ich sie nicht störe. Um Charlie von Gabriellas gerissenen Klauen fernzuhalten, bat ich ihn, mich hinzufahren. Außerdem wirst du ja für meine Einkäufe bezahlen. Sorry, ich kann nicht.
Ich fühle mich nicht gut. Ich werde mich sogar krank melden. Vor ihrem Date rasierte sich Charlie die Achseln. Zog neue Unterwäsche an und stellte sicher, dass sein Atem frisch war. Du verbringst deinen Krankentag auf eine sehr interessante Weise, Charlie. Ich tat so, als wäre ich gegangen, aber versteckte mich stattdessen im Kinderzimmer. Ich hoffe, du hast genug Geld auf dem Konto, Schatz, denn ich habe vor, ziemlich lange zu shoppen. Gabriella war so aufgeregt, dass sie vergessen hatte, das Babyphone in unserem Schlafzimmer auszuschalten. Du hast dich ziemlich schnell erholt, Schatz. Das Raubtier fing an, ihn ans Bett zu binden. Wow, echt? Ja, denn du warst ein böser Junge. Sobald die Knoten festgebunden waren, platzte ich rein, um die Turteltäubchen auf frischer Tat zu ertappen. Also, was macht ihr zwei hier? Eine naive junge Mutter betrügen? Diese beiden Perversen wurden so frech, dass sie sogar aufnehmen wollten, wie sie Spaß haben. Komm mal runter! Ich wollte sein Smartphone mit Face ID entsperren. Sieh dir das an, da gibt es eine Menge interessante Dinge für dich. Dann sah ich mehrere schmutzige Chats mit Charlie und anderen Frauen. Ich will dich auch, aber du bist verheiratet. Das zählt nicht, denn sie ist nicht einmal dein Fingernagel wert. Du wusstest davon? Ich hatte einen Verdacht, deshalb habe ich angeboten, ihm eine Massage zu geben. Ich musste sicher sein. Während Charlie abgelenkt war, spähte meine Schwester in sein Handy und sah, was er so lange verheimlichte. Wie sich herausstellte, hatte Gabriella das alles arrangiert und ließ absichtlich das Babyphone an. Du bist nach der Geburt so fett geworden. Was hätte ich denn tun sollen? Meine Schwester bewahrte mich davor, auf seine Manipulationen hineinzufallen. Du schreibst schon seit Jahren mit anderen Frauen, seit ihr zwei geheiratet habt. Danach verließ ich meinen Mann. Und begann alles zu schätzen, was meine Schwester für mich tat. Eine liebende Schwester ist wie ein Stern am Himmel, der immer da ist, um uns den Weg zu erleuchten.